Tja, das Licht ist aus, aber die Augen sind heute auf Eintracht Norderstedt gerichtet. Nur mit einem Sieg kann man zumindest theoretisch noch die Abstiegsrunde verhindern. Das wird schwierig gegen die U23 von Holstein Kiel, die heute auf Zweitliga-Profi Metin Aslan zurückgreifen kann. Er feiert sein Comeback nach einem Kreuzbandriss, das natürlich nicht nach Geschmack von Jens Martens, genauso wie die Platzbedingungen, das Spielfeld vollkommen aufgeweicht nach starkem Regen, der weiter anhält. Norderstedt in Rot von links nach rechts mit diesem Klärungsversuch. Marten passt auf und setzt sich dadurch. König. Aslan. Aslan! Der senkt sich so unfassbar gut, Metin Aslan. So hat er sich das vorgestellt. Nach Kreuzbandriss und dann der Traumlupfer. 0:1 in der 6. Minute, Rakočević und Norderstedt auf dem falschen Fuß erwischt. Norderstedt auf der Suche nach Antworten. Brown auf Marxen. Und Niako verpasst in der Mitte. Szene läuft aber weiter. Aslan mit Außenriss perfekt in den Lauf gespielt. Für König, Philipp König. Gut reagiert von Rakočević, der da von seinem Gegenspieler auch die Anerkennung bekommt. Behunek. Exzellente Seitenverlagerung für Kummerfeld. Flank ist gut, Lüneburg per Flugkopfball. Aber der Ball segelt am Tor der Störche vorbei. Saad. Lüneburg, Perke, brillant. Saad wird gelegt von Marten. Es gibt Elfmeter. Und das ist die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Simon Rott. Es wird antreten Niako, der den Rasen noch flickt, gegen Oberbeck. Souverän verwandelt, der Ausgleich nach 26 Minuten. Und auch wenn der Jubel nicht ganz so gut läuft wie der Elfmeter, war das richtig gut gemacht. Guckt den Torwart hier aus und erzielt damit sein zweites Tor in Folge. Wie reagiert die Mannschaft aus Kiel? Aslan im Doppelpass mit Ndure. Was ein Tempo! Und er findet König! Ein schöner Versuch, aber auch der findet den Ball noch nicht ins Tor. Philipp König bislang glücklos mit seinen Aktionen. Kiel zwar mit mehr Ballbesitz jetzt, aber Norderstedt macht immer wieder Druck auf den Mann. Oberbeck, Marten und Saad schleicht sich da an. Lüneburg. Saad ist frei, das Tor ist leer. 2:1. Eintracht Norderstedt, 45. Minute. Sie haben das Spiel vor der Pause gedreht. Und Marten hat damit den zweiten Gegentreffer auf seinem Gewissen, aber trotzdem clever gemacht von Elias Saad. Er tut Norderstedt so gut. Kiel nochmal vor der Pause mit Guay. Und Zielschlag! Ausgleich! 2:2. Der Kapitän macht selbst und bremst die Norderstedter Pauseneuphorie. Sein zweiter Saisontreffer, weil Grau nicht rechtzeitig hinterherkommt und Rakočević die Ecke aufmacht. Bitter für Jens Martens und Co. Es gibt einiges in der Halbzeit zu analysieren, sicherlich auch für Sebastian Gunkel. Seine Mannschaft startet auch besser in den zweiten Durchgang. Siedschlag super durchgesteckt. Ndure gegen Rakočević, der gezeichnet ist vom Spiel und vor allem vom Schlamm, der sich inzwischen auf dem Rasen befindet. Weiter Ball für König. Setzt sich dadurch gegen Nuxol und findet Siedschlag. 2:3. 60. Minute, Holstein Kiel hat die Partie erneut gedreht. Der 34-Jährige nicht mehr aufgehalten von Marxen, der etwas zu spät kommt. Und jetzt will Kiel nichts mehr anbrennen lassen. Schwenk für Mai, beide neu eingewechselt. Und im Rückraum schon wieder Tim Siedschlag, 2:4. Unfassbar, er schnürt heute seinen Hattrick und was für ein. Natürlich hat er da viel zu viel Platz.
Aber Rakočević mit einer kleinen Mitschuld, er kann den Ball nicht wirklich gut ablenken. Siedschlag beweist aber mit diesem Treffer, dass er es sowohl mit rechts als auch mit links kann. Norderstedt gibt sich aber nicht auf. Lüneburg super weitergeleitet für Saad. Gegen die gesamte Kieler Verteidigung. Elias Saad 3:4. Nur eine Minute später ist doch schon wieder alles drin für Eintracht Norderstedt. Damit ist er an allen drei Treffern beteiligt. Elias Saad wird kurz daraufhin ausgewechselt. Und Norderstedt muss jetzt noch hoffen nach diesem Traumtor, dass irgendetwas noch geht gegen leicht schwächelnde Störche. Hölscher für Lüneburg. Aber der verfehlt das Tor weiträumig. Es bleibt zudem die letzte Chance der Partie. Eintracht Norderstedt verliert mit 3:4 gegen die U23 von Holstein Kiel. Muss damit in die Abstiegsrunde nach einer erneut ernüchternden Partie. Wir hören die Stimmen bei Christian Oldendorf. 3:4 heißt es am Ende. Das Spiel heute war ja eigentlich etwas außer Wertung, wenn man mal so auf die Tabelle guckt. Und deswegen, trotzdem wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen, was ich ja schon meinte. Und wir gehen eigentlich in jedes Spiel, dass wir es gewinnen wollen. Sind eine Nachwuchsmannschaft, haben viele junge Leute dabei. Und bisher macht die Saison richtig Spaß. Ja, erstmal großes Kompliment an unsere Mannschaft. Ich finde, ich habe läuferisch und kämpferisch wirklich wieder alles geboten. Und hat dem Tabellenzweiten hier absolut Paroli geboten. Und ich finde, wir hätten auch einen Punkt verdient gehabt. Aber das liegt am Ende wieder an uns, wenn man 3 Tore zu Hause schießt und 4 bekommt und so viele Fehler defensiv macht, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, hat man es am Ende auch nicht verdient. Und das ist so ein bisschen dramatisch auf der einen Seite, zieht sich aber bei uns leider wie ein roter Faden durch die Saison. Und das würden Sie gerne abstellen, zumindest im nächsten Derby gegen Teutonia.